Sie haben die Mahnwache hier ins Leben gerufen. Sind Sie soweit zufrieden? Ja, das ist richtig. Ich hatte die Idee dazu und wir haben die, so gesehen, die Initiative, oder ich habe die Initiative ergriffen. Und wir sind sehr zufrieden mit dem, was passiert ist. Wie haben die Menschen drumherum reagiert? Wir waren jetzt ja 3 Tage hier, von früh bis spät. Also wir haben das viel, also auch nachts haben wir Leute, den Käfig besetzt gehabt. Und Leute drumherum, die viel erklärt haben, Leute ein bisschen angesprochen haben. Und es gab die verschiedensten Reaktionen, also von ganz tollem Zuspruch. Von Leuten, die vom Fahrrad mit Thumbs Up vorbeigekommen sind oder Leuten, die auf dem Fahrrad geschimpft haben. Vor allem Herren auf dem Fahrrad, haben wir festgestellt, geben gerne ihre Meinung ab, wenn sie negativ ist. Inwiefern? Also sie fühlen sich halt so geschützt auf ihrem Fahrzeug. Sie wissen, sie können schnell weg und trauen sich dann Dinge, die sie wahrscheinlich nicht machen würden, wenn sie stehen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Zum Beispiel hatten wir hier am Montag eine Aktion mit Lambda, dem Jugendnetzwerk Berlin-Brandenburg, das sich vor allem der Arbeit mit lesbisch, schwul, trans und inter Jugendlichen widmet. Und wir hatten hier eine ganz tolle Gruppe von 7 Jugendlichen von 14 bis 19, die eben sich bereit erklärt haben, im Käfig zu sein und eben halt ja auch auf die besondere Gefährdung von jungen Leuten in der Identitätsfindung hinzuweisen, wenn es eben Nachrichten gibt, wie es gibt Länder, in denen Homosexuelle wieder in Camp-ähnliche Lager gesperrt werden und dort wirklich auf eine sehr geplante Art gefoltert und misshandelt werden. Und also ich war ganz begeistert von dem Zuspruch von den jungen Leuten. Sie waren dann hier, waren in dem Käfig und es hat keine 10 Minuten gedauert, bis ein Mann auf dem Fahrrad alleine vorbeikam. Ich stand so ungefähr genauso weit weg wie jetzt, habe mich mit jemandem unterhalten. Und dann höre ich ihn nur irgendwas laut rufen und dann hat er 3-mal so genüsslich auf die Jugendlichen gespuckt und ist so keifend, so sehr, sehr, sehr schnell weggefahren. Also sehr, sehr traurige Erfahrung, vor allem wenn das gerade diese jungen Leute getroffen hat. Aber damit muss man rechnen, wenn man sowas macht. Es gab aber auch, wie gesagt, ganz, ganz tollen Zuspruch von wirklich ganz reflektierten Meinungen, wo die Leute gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass man gerade diese Thematik jetzt hier anbringt. Vor allem eben in dem Zusammenhang mit der Reise nach Russland, die heute stattgefunden hat von Frau Merkel, weswegen wir das Ganze eben auch 3 Tage gemacht haben und jetzt auch immer noch stehen, obwohl sie schon dort ist, um das Ganze auch ein bisschen über die Demonstrationen, die jetzt am 1. Mai stattfinden, ein bisschen darüber zu spannen. Also nicht sagen, es ist noch eine Geschichte, die am 1. Mai ist, sondern wir haben früher angefangen und wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Und genau, es gab sehr süße Kommentare, es gab aber auch sehr tiefe Gespräche mit verschiedensten Leuten. Wir haben vor allem durch die Werbung auf Facebook ganz viele Leute angelockt, die gesagt haben, sie kommen einfach mal gucken. Es gab auch Leute, die haben gesagt so, hey, wir haben eure Videos gesehen und hier, ich habe einen Kuchen gebacken oder ich habe einen Kuchen gekauft, ich kann selbst nicht so lange hier bleiben. Aber hier habt ihr einen Kuchen, was ihr macht, ist toll. Und das sowohl aus der Community und bis auch hin zu netten älteren Herrschaften, die einfach so vorbeikamen. Junge Leute, die mit der Schulklasse kamen und dann aber ein bisschen hier stehen geblieben sind, sich ein Schild geschnappt haben. Also es war eine eigentlich positive Erfahrung durchweg. Bis halt auf die paar Idioten, die man leider immer hat und die man, glaube ich, auch nicht mehr belehren kann. Würden Sie wieder eine Mahnwache ins Leben rufen? Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir sowas machen. Das erste Mal mit Käfig, eben um das Symbol der Freiheitsberaubung darzustellen und auch eben einfach von Weitem sichtlich so ein bisschen vielleicht die Aufmerksamkeit der Leute zu erreichen, also nicht nur mit Schildern, wie man das sonst oft macht, sondern einfach zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze zu verbildlichen. Und ich war der Erste, der in den Käfig gegangen ist und so die ersten 20 Minuten haben sich angefühlt wie 2 Stunden. Ich war aber auch ohne Kleidung und nur mit Regenbogenfahnen bedeckt. Also als Symbol, dass man uns alles nehmen kann, aber niemals unseren Stolz, war ich da als erster Insasse drin. Und es ist auch eine spannende Erfahrung, so ausgeliefert zu sein. Also auch wenn das nur symbolisch ist und nicht jederzeit raus kann, war es dennoch sehr, ja, also die verschiedenen Blicke von den Leuten, also wohlwollend, aber halt auch wirklich verachtende Blicke dabei oder Leute, die nur lachen. Ein junger Herr, der hier drin war, der hatte die Erfahrung gemacht, dass 2 Russen vorbeikamen. Die haben sich das alles angeschaut und sind dann zu ihm und haben sehr laut und sehr aggressiv gesagt, Putin is the best president in the world.
Ja, und der war dann auch erstmal so ein paar Minuten lang so einfach erst so ein bisschen eingeschüchtert. Das ist ein komisches Gefühl, wenn einem sowas widerfährt. Genau.